Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute die komplette neue BH Cosmetics Luna New Year Kollektion für euch plus ein richtig, richtig cooles Angebot von Asam. Ich bin hyped, ich bin glücklich, ich bin motiviert. TikTok ist am Start. Ich drehe gefühlt jedes Video, was ich hier drehe, gefühlt auch nochmal für TikTok irgendwie neu. Ich gebe da mein Bestes, aber ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid glücklich und zufrieden und habt Lust auf ein neues Video. Die Kollektion sieht richtig, richtig cool aus. Ich habe probiert, mich schon mal so ein bisschen in den Vibe zu bringen, um euch mit in den Vibe zu kriegen. Schön, dass ihr heute da seid, Freunde. Es geht heute, wie gesagt, um die Luna New Year Kollektion von BH Cosmetics, die es ab sofort online gibt. Ihr wisst es, BH Cosmetics, Produkte und ich. I love them. Richtig, richtig cool. Bevor es aber mit dem Teil des Videos losgeht, möchte ich euch noch was ganz, ganz Tolles erzählen. Und zwar kennt ihr ja meine liebste Mascara. Und das ist die M. Asam Mascara aus der Magic Finish Reihe. Und es gibt passend zum Valentinstag ein richtig, richtig cooles Set, was ich euch heute vorstellen darf. Das ist das My Perfect Match Set. Das ist mit der Mascara und dem Magic Finish zusammen. Ich hole euch das mal raus. Ihr habt in dem Set nämlich die Mascara komplett und hier eine 10 Milliliter Größe des Magic Finishes. Und das Coole ist, ich habe wieder einen Rabattcode von Asam für euch. Im letzten Monat hattet ihr wieder ganz oft danach gefragt. Diesmal habe ich wieder einen, der gilt natürlich auch auf dieses Set. Ich habe mich nur für dieses Set entschieden, weil ich beide Produkte sehr, sehr gerne mag. Mit dem Magic Finish, das ist so für schnell zwischendurch. Perfekt aussehen, das kombiniert Puder, Foundation, Concealer in einem. Plus meine liebste Mascara, wir tragen sie gleich auf, ihr werdet sehen, sie ist wunderschön. Und das Ganze gibt es im Set. Ihr könnt das ganze Set natürlich auch bei Müller in der Drogerie finden. Da gilt natürlich mein Rabattcode nicht. Mit dem Rabattcode könnt ihr aber auch ein bisschen was auf das komplette Sortiment außer Sale-Produkte sparen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr werdet sehen, die Mascara, Freunde, bombastisch gut. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, könnt ihr euch natürlich auch das Set zusammen gönnen. Ist ein richtig süßes Angebot. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde die Verpackung ganz süß. So als kleines Valentinstagsgeschenk könnt ihr mal eurem Freund, eurem Mann so ein bisschen heimlich den Link zuschicken und sagen, ach Mensch, Schätzchen, ist ja bald Valentinstag, weil du mich ja so liebst. Ach, das wünsche ich mir. Ist eine wirklich süße Sache und mit dem Rabattcode macht das Ganze natürlich mehr Spaß. Es gibt bei Asam auch noch viele, viele andere Produkte, also schaut da unbedingt vorbei. Eins meiner absoluten Favoriten ist die Aqua Intense Reihe für trockene Haut, auch für normale Haut. Sie macht eine richtig schöne Haut, ein richtig schönes Hautgefühl. Also könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke euch aber selbstverständlich alles einmal unten in der Infobox, Freunde. Und jetzt geht es los. Diese Luna New Year Kollektion ist iconic. Wir haben zwei Body Gels, Face Gels mit drin. Die seht ihr hier. Ich blende euch hier auch mal einen Swatch ein. Keine Ahnung. Also ich kann damit gar nichts anfangen. Es kam natürlich jetzt in PR. Nehme ich dankend an. Ich gebe es aber an euch weiter, weil ich damit nicht arbeite. Für so FX-Make-ups und so Special Effects-Make-up ist das eine richtig coole Sache. Für den Alltag finde ich es ein bisschen viel. Auf Festivals gehen wir wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht. Deswegen, es gibt in der Kollektion einen Eyeliner, den zeige ich euch gleich, und diese Palette. Und ich glaube, ihr seid alle scharf auf diese Palette. Das Packaging ist richtig schön. Die Schrift ist so ein bisschen erhaben und fühlt sich wirklich an wie so eine Neonschrift. Leuchtet schön. Und in der Palette sind 21 Farben drin. Wir haben verschiedene matte Shades und verschiedene Shimmer Shades. Aber auch diese Glitter Shades. Und diese Farbe hier finde ich richtig spannend. Firecracker. Schaut euch das mal an. Das reflektiert so rot, orange und grün. Und sieht so schön aus auf der Hand. Das ist unglaublich. Das kann ich mir auch richtig gut auf dem Auge vorstellen. Das Glitzer ist auch nicht so bröselig. Also das fliegt euch nicht direkt in eure Iris rein und nimmt euch das Augenlicht für den Tag, sondern das ist sehr, sehr fein und das hält sehr gut. Könnt ihr auf eine feuchte Base auftragen. Sehr, sehr schön. Wir schminken jetzt aber einen Look, Freunde, und dafür kommt mal ein Stückchen näher ran. Auch diese Produkte verlinke ich euch. Ihr kennt meinen BH Cosmetics Code, der gilt immer. Ich sage es immer nur dazu, falls jemand neu ist. Damit unterstütze ich mich natürlich ein bisschen. Aber ich lasse euch alles unten in der Infobox. Ich habe euch mal ein kleines Stückchen näher geholt, sodass ihr die Base sehen könnt. Schaut euch mal bitte den Glow auf meiner Haut an. Ich weiß ehrlich gesagt auch schon, was ich schminken möchte. Ich benutze jetzt hier einen Pinsel, der ist von BH aus der Weekend Vibes Kollektion. Ich werde so oft gefragt, Maxim, kannst du mir Pinsel empfehlen? Girls and Boys. Offensichtlich BH Cosmetics. Sie machen wirklich gute Pinsel und auch sehr, sehr günstig. Falls ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt, könnt ihr euch die Luvia Pinsel gönnen. Die sind fantastisch. Das ist eher so ein bisschen günstiger,
aber qualitativ auch sehr, sehr gut. Ich nehme jetzt die Nummer 6 hier und gehe als erstes in die Farbe Red Panda rein. Und das Ganze ist so ein bisschen inspiriert am chinesischen Neujahr. Und ich glaube, das ist am 15. Februar, so ungefähr. Please don't sue me, China. Und da ist das Ganze immer so ein Zeichen eines Tieres. Und dieses Jahr ist es, glaube ich, die Kuh an meinem Geburtstag 1995. Wasserschwein. Sprich Bände, oder? Ich nehme die Farbe auf und presse mir die als erstes hier außen schon mal hin. Und dann langsam in die Crease. Santa Maria. Also ich habe natürlich jetzt auch eine nasse Base, das heißt Lidschatten haftet da natürlich auch sehr, sehr gut. Aber ich will euch einfach nur die Palette demonstrieren, weil mittlerweile... Es klingt immer so doof. Ich mache das ja nicht nur bei BH, sondern auch viel bei Catrice und bei Essence. Die Sachen sind meistens einfach sehr, sehr gut mittlerweile. Und es sind wenig Flops mit dabei. Klar gibt es mit Sicherheit auch immer mal eine Farbe, die so ein bisschen off ist, aber das gehört dazu. Die Farbe hier, look at that. Das ist schon fast dunkelrot. Also es ist ein dunkelrot, aber wir übertreiben es heute natürlich auch wieder maßlos. Ne? Also ich habe schon meine Lippenkombi hier rausgelegt. Dieses Gesicht hat den normalsten Zustand jetzt. Okay, also die Farbe ist richtig, richtig gut. Ich nehme den Pinsel und blende jetzt schon mal ganz leicht hier nur die Kante aus. Und ihr seht schon, dass sich das richtig ein Stückchen heller ausblendet. Ich mache den Pinsel so ein klitzekleines bisschen sauber. Und gehe als nächstes in die Farbe Mandarin. Das ist hier so ein Rot. Auch hier richtig gut. Ist die Palette vegan? Selbstverständlich. Vegan, cruelty-free. Und extra clean. Das ist sowas Neues von BH. Das hatten wir neulich schon mal. Ich glaube, es bedeutet einfach, dass die Inhaltsstoffe einfach noch so ein bisschen sensibler ausgewählt werden und nicht so haut- und umweltbelastend sind. Wow. Schaut mal, ich stempel die Farbe einfach nur rauf. Und dadurch, dass der Farbübergang so extrem nah beieinander ist, brauche ich hier eigentlich gar nicht viel verblenden. Also ich finde schon, dass man sieht, dass sich die Drogerie, und ich zähle jetzt BH Cosmetics einfach mal so ein bisschen inoffiziell mit zur Drogerie, ich finde, dass BH schon ein bisschen mehr als Drogerie-Make-up ist, weil sie natürlich preislich auch sich so ein bisschen abheben von beispielsweise Essence jetzt. Aber dennoch sind sie in der Drogerie zu finden. Ich weiß nicht, ob es die Kollektion auch in der Drogerie gibt. Ganz ehrlich, ich empfehle es euch aber auch nicht, selbst wenn sie in der Drogerie ist, dass ihr in die Drogerie geht. Weil A, mit meinem Code könnt ihr sparen und B, geht nicht wegen Make-up bitte einkaufen im Moment. Bestellt das online, das ist völlig in Ordnung. Ich nehme mir einen Pinsel aus dem Kisu-Set und blende das Ganze jetzt mit Lantern aus. Das ist so ein bisschen heller, geht so ein bisschen in die rosa Richtung. Und ich gehe nur ganz leicht hier an den Rand und will jetzt erstmal hier den Übergang verblendet kriegen. Bin gespannt, ob es klappt, weil die Base ja noch so ein bisschen feucht ist. Wow. Okay, ich bin ja wirklich nur so ganz leicht reingedippt. Der Pinsel hat ja kaum Farbe aufgenommen, aber trotzdem ist die Farbe so intensiv. Schaut mal. Girl. Freunde, ich glaube, BH Cosmetics und ich, wir sollten uns doch mal zusammentun, ne? Schaut mal, wie schön weich sich das verblenden ließ. Eigentlich wollte ich jetzt noch in das Gelb hier gehen, weil Gelb ist eigentlich immer schlecht. Aber das hat ein bisschen Farbe. Aber ich glaube, das passt jetzt nicht so gut dazu. Deswegen nehme ich jetzt einfach den Pinsel und bleibe hierbei und blende damit hier nochmal so ein bisschen aus. Und ich finde auch, dass die Farbe Panda, also die erste, auch so ein bisschen schimmernd aussieht. Ne? Also nicht schimmernd, sie sieht so ein bisschen feucht aus, die Textur. Finde ich ganz spannend. Ich gehe nochmal so ein bisschen in die Farbe Great Wall rein und ganz leicht in Yin. Das ist ein Schwarz. Und damit tone ich so ein bisschen die Farbe runter, dass es hier fast wie ein Schwarz ist und blende dann hier hoch. Okay, it's a lot. Es ist sehr dunkel und richtig, richtig schön. Ihr könnt natürlich auch alltagstauglichere Looks machen. Ihr habt beispielsweise hier so ein schönes Braun und auch die Farbe Temple of Heaven. Auch richtig schön. Wow. Auch super. Blend jetzt hier nochmal so ein bisschen rum und dann ziehen wir uns eine Cut Crease. Nee, ich habe keine Lust auf eine Cut Crease. Wir gehen jetzt mal mit meinem Finger in die Farbe Impress. Das ist hier so ein Schimmerbraun, Rot, Gold, Kupfer. Und das setze ich mir jetzt erstmal hier. Okay, es war viel zu viel. Also, sie ist da. Ich wollte das eigentlich nur so ein bisschen als Base haben, denn ich wollte eigentlich jetzt mit dem Flachen hier in die Farbe Firecracker gehen und mit das hier rüber toppen. Wow. Passt halt gar nicht mehr zusammen, aber völlig egal, weil sieht geil aus.
wenn das Licht so rauf fällt. Damit kann man selbst den Cut Crease ziehen. Das gibt halt einfach nochmal so einen spannenden Effekt. Ich gehe jetzt mal, spaßenshalber, mit der Farbe Jade, das ist ein schimmerndes Grün, hier unten hin. Ja, es passt sogar. Und so doll schimmerig ist es nicht. Das macht das Ganze einfach nur nochmal so ein bisschen zusammen. Was ich schade finde, ist auch, dass hier kein Spiegel drin ist. Ich glaube aber, dass sie das einfach im Zuge von diesem Umweltschutzaspekt mittlerweile machen. Weil ganz ehrlich, wir haben ja mittlerweile alle genug Spiegel zu Hause. Ne? Wenn man die Palette mal wegmacht, dann muss man den Spiegel nicht nur extra rausnehmen. Auch super schön pigmentiert. Ist natürlich mit so einem Pencilbrush ein bisschen schwierig, die aufzutragen. Und die blende ich so ein bisschen mit Money aus. Das ist so ein richtig intensives Grün. Einfach nur, um den Übergang so ein bisschen weicher zu kriegen. Also das soll jetzt gar nicht so sichtbar sein. Ist so ein bisschen Pastell. Und hier außen blende ich mir noch so ein bisschen Schwarz mit rein, um das Ganze nochmal zu intensivieren. Und das ist ein krasser Look. Also schaut mal, dieses Grün auf dem Lid, das reflektiert so schön. Unglaublich. Es gibt hier noch einen Eyeliner. Ich ziehe jetzt keinen. Ich denke mal, das ist der normale BH Cosmetics Liner. Der ist sehr, sehr gut. Ja, das ist der ganz normale Eyeliner hier. Also der ist jetzt einfach nur in einer anderen Verpackung. Ja, und dann haben wir noch Lashes. Bevor wir die auftragen, kommen wir jetzt zu meiner absoluten Lieblingsmascara von M. Asam. Es gibt keine, wirklich no joke, ihr wisst, wie oft ich die dir schon gezeigt habe, die so schöne Wimpern macht und ich habe nicht so viele. Das Bürstchen ist ein recht schlichtes Bürstchen, aber sorgt dafür, dass es die Wimpern tief schwarz macht und auch gut umschließt und ihr nicht nur von einer Seite getuscht habt und von oben dann blonde Wimpern habt. Wenn ihr so richtig schön durchgeht, könnt ihr das richtig aufbauen. Und ich glaube, ihr seht selbst bei diesem Look einfach schon Effekt. Und die ist Preis-Leistungs-Verhältnis mega, mega gut. Ihr werdet wahrscheinlich sehen, das ist nur eine Schicht von der Mascara. Und oh, ich liebe die. Freunde, probiert es aus. Mit dem Rabatt, ihr werdet es nicht bereuen. Sie krümelt nicht, sie flaked nicht, sie macht tiefschwarz, sie macht richtig schöne Wimpern. Und ich habe nicht so viele Wimpern. Und das Ganze sieht richtig, richtig schön aus. Vor allen Dingen, wenn man dann noch so ein Magic Finish mit dazu kriegt. Ne, so ein gratis Ding ist ja gar nicht so schlecht. Ich klebe mir jetzt die Wimpern auf. Und zwar gibt es auch aus der Lunar New Year Reihe zwei verschiedene Paare. Einmal The Empress und Dynasty Diva. Es sind beide vegan und cruelty free. Ich sehe ehrlich gesagt keinen Unterschied. Doch vielleicht Dynasty Diva sind ein bisschen dicker. Kleben wir den jetzt auf? Ja. Die Lashes sind einmal aufgetragen. Das ging richtig, richtig einfach. Also ich bin ja mittlerweile schon ein bisschen geübter als früher, wo alles komplett weggeflogen ist. Die sehen sehr, sehr schön aus. Sie sind ein bisschen, ne, das sind die Diva-Lashes. Die haben natürlich ein bisschen Gewicht, aber so, dass ich mir vorstellen kann, dass man sie tragen kann. Ich möchte jetzt aber noch eine Lippenkombi auftragen. Und zwar habe ich hier von BH auch irgendwann mal bekommen, ein Liquid Lipstick. Wir sind so extra und das soll heute so intensiv wie möglich sein. Deswegen spitze ich mir mal mein kleines Schätzchen hier an und ziehe mit einem braunen Lip Liner bzw. Eyeliner. Ah, ich habe sogar noch Schwarz an den Lippen. Ich hatte vorhin schon einen anderen Look gemacht. Die Lippenkontur. Ihr könnt das Ganze auch mit Schwarz machen. Ich finde, dann ist es aber ganz schön intensiv und so intensiv sind wir heute nicht. Und dann nehme ich diesen Liquid Lipstick. It's a lot heute. Es ist wirklich, wirklich viel, aber I stand. Und das ist einmal der fertige Look mit der Lunar New Year Kollektion von BH Cosmetics. Freunde, es ist krass. Also super pigmentiert, spannende Farben. Solche Farben habe ich tatsächlich auch noch nicht gehabt. Natürlich, so ein Rot hat man immer mal irgendwie. Aber es sind viele verschiedene Rotabstufungen, die das Ganze sehr, sehr einfach machen. Auch diese Schimmertöne auf dem Lid, fantastisch. Richtig, richtig schön. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Denkt unbedingt an meinen Code bei Asam Beauty. Damit könnt ihr wieder ein bisschen was sparen. Gilt nur bis Ende Januar, also solltet ihr schnell sein. Ich setze euch selbstverständlich alle Produkte unten in die Infobox. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.